Sich in bestimmten Situationen unsichtbar machen zu können, ist wohl der Traum von jedem Menschen. Es existieren schon viele Ideen, wie man so etwas verwirklichen kann. Zum Beispiel ein Umhang, der die Umgebung filmt und sich selbst als Projektionsfläche nimmt. Doch wir wollen uns heute mal ein Konzept angucken, wie wir einen Tarnanzug bauen, der keine Illusion ist, sondern dich zu 100% unsichtbar macht. Aber um zu verstehen, wie man ein Objekt unsichtbar machen kann, müssen wir erstmal verstehen, warum ein Objekt überhaupt sichtbar ist. Klar ist, dass wir Licht brauchen, um etwas zu sehen. Das tun wir, wenn die Lichtstrahlen in unser Auge fallen. Wir sehen also keine Objekte selbst, sondern nur das Licht, das vom Objekt reflektiert wird. Unser Gehirn baut aber aus den eindringenden Lichtwellen nur ein Modell der Realität. Was wirklich in unserer Welt existiert, spielt dabei keine Rolle. Nur welche Strahlen in unser Auge fallen. Verschiedene Materialien können nun Licht reflektieren, absorbieren oder durchlassen. Meistens ist es eine Mischung aus den dreien. Zum Beispiel reflektiert eine grüne Pflanze nur die Wellen, die für uns grün aussehen. Alle anderen Farben absorbiert sie, das heißt, sie wandelt die Lichtstrahlen in Energie um. Bei Pflanzen nur ein winziger Teil des Lichts, aber zum Beispiel bei Glas der größte Teil, dringt durch das Objekt hindurch. Schauen wir an, was für unseren Tarnanzug zu gebrauchen wäre. Reflektierende Materialien können wir schon mal ausschließen. Reflektieren wir Licht in das Auge des Betrachters, werden wir sofort gesehen. Ein Anzug aus einfach nur lichtdurchlässigen Materialien können wir natürlich auch ausschließen. Bei absorbierendem Material kommen wir der Sache schon näher. Absorbiertes Licht kann nicht mehr zum Betrachter gelangen. Deswegen können wir mit einem Material, das das Licht zu fast 100% absorbiert, auch nicht mehr gesehen werden. Erst vor ein paar Monaten wurde ein Material entwickelt, das mehr als 99,9% des sichtbaren Lichts absorbiert. Doch leider blockieren wir trotzdem noch das Licht, das von hinten kommt. Der Betrachter würde uns zwar nicht erkennen können, aber da aus diesem Winkel kein Licht in sein Auge fällt, sieht er da, wo wir stehen, einen komplett schwarzen Fleck. Unsichtbar kann man das also noch nicht nennen. Da unser Körper aber nun mal da ist und wir das Licht nicht einfach durch uns durchlassen können, bleibt uns nur übrig, das Licht um unseren Körper herum zu lenken. Klingt erstmal unmöglich, ist es aber gar nicht. Vor etwa einem Jahr ist es chinesischen Wissenschaftlern zum ersten Mal gelungen, mit Hilfe von einer bestimmt geformten Glassäule mit Hohlraum das Licht um eine Katze herum zu lenken. Das hat auch gut geklappt, von dem Tier war nichts mehr zu sehen, jedoch funktioniert das erstens nicht, wenn wir es zum Beispiel von oben betrachten, und zweitens ist das Glas, also die Tarnhülle selbst, wie wir es von gewöhnlichem Glas kennen, transparent, aber nicht vollkommen unsichtbar. Deswegen kommen wir nun zum sogenannten Metamaterial. Es ist Wissenschaftlern vor ein paar Jahren gelungen, ein Material zu entwickeln, das man um ein Objekt legen kann und ankommende Mikrowellen um das Objekt herum beugt. Mikrowellen und sichtbares Licht sind beides elektromagnetische Wellen, nur hat sichtbares Licht eine viel kleinere Wellenlänge. Jetzt heißt es für die Wissenschaft, die demgegenüber extrem optimistisch steht, ein ähnliches Material nur für kleinere Wellen zu entwickeln, und fertig ist das Material für unseren Tarnanzug. Dieser würde dann, egal wo wir stehen, jegliches Licht einfach um uns herum lenken und wir wären zu 100% unsichtbar. Doch bevor ich jetzt allen Teenagern Hoffnung mache, muss ich leider noch auf einen logischen Nebeneffekt aufmerksam machen. Was haben wir am Anfang gesagt, wann können wir sehen? Wenn Licht in unser Auge fällt. Beugen wir das Licht um dich herum, ist dies natürlich nicht mehr der Fall. Wer also unsichtbar ist, ist gleichzeitig auch blind.